Ja, Daniel Bielefka, 60 gegen Braunschweig, die Trainerpremiere von André Schubert steht bevor. Warum wird es für Braunschweig trotzdem sehr schwer? Erst einmal ist es für uns schwer, weil wir natürlich jetzt nicht wissen, mit welchem Personal Braunschweig aufläuft, in welcher Grundordnung sie spielen werden. Also das macht das Leben für uns gerade nicht einfacher, aber wir werden versuchen, ja, unsere Stärke auf den Platz zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Weil diesmal geht es nicht um den Gegner, sondern diesmal geht es nur um uns. Dass wir schauen, dass wir das einfach auf den Platz bringen, was es am Anfang ausgezeichnet hat, diese Aggressivität, diese Laufbereitschaft, dieses intensive Fußballspiel, das wollen wir morgen wieder auf den Platz bringen. Und ja, dann ist egal, wie Braunschweig spielt, dann werden sie auch Probleme kriegen gegen uns. Wie sieht es auf dem Personalsektor aus? Ist Simon Lorenz noch eine Option für das Spiel jetzt morgen? Ja, Simon probiert es jetzt nachher nochmal. Also er hat nochmal mit unserem Physiotherapeuten versucht, nochmal lange Bälle zu spielen. Und dann werden wir sehen. Also gestern laufen ging ohne Probleme. Ist gestern eine halbe Stunde gelaufen, ohne Schmerzen. Und jetzt werden wir versuchen, wie es ist, wenn er lange Bälle schlägt. Und dann werden wir nachher im Training entscheiden oder halt dann so gegen 2 Uhr entscheiden, ob er eine Option ist oder nicht. Sie werden mit der Mannschaft ins Hotel gehen. Warum? Ja, wir haben jetzt auch schon vor Unterhaching oder vor Cottbus im Tageshotel. Und diesmal will ich die Mannschaft einfach zusammen haben vor dem Spiel. Ich will, dass sie zusammen essen, dass sie einfach nochmal am Abend sich zusammen miteinander beschäftigen, miteinander reden. Weil, glaube ich, ganz entscheidend ist, dass wir morgen auch eine Mannschaft auf dem Platz haben. Das kommt ja im Herbst immer wieder vor, dass man auf einen Gegner trifft, der gerade einen Trainer gewechselt hat. Markus Asbach auch. Ist es eigentlich denn wirklich so, dass es schwerer ist, gegen solche Mannschaften zu spielen? Oder so? Bei Groß Asbach haben wir dann schon mal eine Blaupause. Bei Groß Asbach spielt mit dem Trainer jetzt schon mal wenigstens ein Spiel. Am schwierigsten ist es immer, halt, wenn ein Trainer kommt, dem man halt nichts weiß. Und André Schubert hat auch vorher oft die Systeme gewechselt, wo ein Gladbach-Trainer war. Also ist da dahingehend auch nicht ausrechenbar. Also macht das jetzt für uns jetzt nicht einfach. Aber wir werden eine Formation wählen, mit der wir auf jeden Fall auf viele Eventualitäten reagieren können. Was kannst du denn über die Mannschaft, über Braunschweig sagen, über die Stärke? Die haben sich ja ganz andere Ziele gesteckt, jetzt sind sie ganz unten gelandet. Ja, so der Klassiker, wenn eine Mannschaft absteigt, einen großen Umbruch hat, sehr viele neue Spieler hat, auch eine relativ junge Mannschaft hat, dass sie sich erstmal finden muss. Dritte Liga ist doch nochmal ein anderer Fußball, zweite Liga ist zwar ähnlich, aber trotzdem nochmal noch extremer, finde ich, noch extremer von der Zweikampfführung, noch extremer vom Tempo. Er geht halt sehr viel über zweiten Bälle, sehr viel über lange Bälle. Und ich glaube halt einfach, dass sie eine Mannschaft erstmal akklimatisieren muss. Kaiserslautern hat man es ähnlich gesehen am Anfang. Die haben sich jetzt stabilisiert. Und wenn, glaube ich, irgendwann mal Braunschweig die PS, die sie auf jeden Fall haben, auf den Platz bringen oder auf die Straße bringen, dann haben sie auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch vorne mitspielen kann. Ist der Mannschaft bewusst, um was es geht jetzt am Samstag? Weil die Tabellensituation ist ja sehr eng jetzt. Ja, darum geht es für mich gar nicht. Für mich geht es darum, dass wir einfach eine Reaktion zeigen auf das Mappenspiel. Das will ich sehen, dass wir eine Mannschaft auf dem Platz haben, die sich 90 Minuten zerreißt, die über diesen Biss hat, diese Leidenschaft hat, die uns ausgezeichnet hat, die ersten Spiele. Und dann werden wir auch ein gutes Spiel machen. Es gibt ja auch viele Grundordnungen, die ihr spielen könnt. Ich nehme mal an, du wirst jetzt deinem Trainerkollegen auch nicht gerade einen Hinweis geben, wie ihr morgen auch. Ja, mir das ja auch nicht gesagt. Also sind wir ja Party dann. Ist da im Hinterkopf eigentlich noch die Situation damals in der zweiten Liga mit Braunschweig, dass die da in Bielefeld 6-0 verloren haben? Ist das für dich noch ein Thema im Hinterkopf? Oder? Null, also wie gesagt. Ich glaube nicht, dass sie da mit Absicht 6-0 verloren haben. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil sie wollten ja auch noch Zweiter werden. Sie waren ja auf dem zweiten Tabellenplatz und dann auf dem Relegationsplatz abgerutscht dadurch. Und uns haben wir dann Relegation jetzt ja nicht geschafft. Also das ist für mich überhaupt kein Thema. Und ich habe auch noch ganz ordentliche Erinnerungen an Braunschweig. Wir haben damals, wo es um Klassenerhalt ging, in den letzten 4 Spielen haben wir das erste Spiel gewonnen gegen Braunschweig. Das war, glaube ich, so der Türöffner für die restlichen Punkte auch. Dann beim zweiten Interimstrainer war, haben wir in Braunschweig 2-1 verloren. Da waren sie aber Tabellenführer zu der Zeit. Und ja, die Mannschaft musste sich erstmal finden bei uns. Also beides eigentlich, mal positiv, mal negativ. Aber trotzdem ist Braunschweig ein Traditionsverein, tolle Fans, trotzdem ein toller Verein, finde ich. Und deswegen können sich, glaube ich, alle freuen auf das Spiel morgen. Du hast das Wort Krise in den Mund genommen in den vergangenen Tagen in irgendeiner Zeitung. Ist es wirklich so? Oder ja, es ist ja aus dem Zusammenhang wieder gerissen worden. Das ist ja der Klassiker. Ich habe gesagt, man kann Krise sagen, aber man kann genauso sagen, und die letzten 7 Spiele plus 2 Spiele verloren. Und dass aus der Überschrift halt nur den ersten Teil rausgerissen wird, das ist halt dann so. Das ist nicht ganz fair, aber naja, muss man leben. Würdest du sagen, dass die Länderspielpause jetzt gut war irgendwie für die Köpfe oder auch um wirklich was nochmal einzustudieren? Ja, wir haben einfach versucht, das reinzubringen, was uns am Anfang ausgeteilt hat, weil ich das Gefühl hatte, es hat uns gegen Meppen einfach ein bisschen gefehlt oder ein bisschen das Gute komplett gefehlt. Und das wieder reinzubekommen, das war jetzt erstmal das Wichtigste in der Woche. Und einfach, ich will ja wieder eine Mannschaft sehen, die einfach Feuer hat. Das hat mir gefehlt gegen Meppen, einfach Feuer hat auf dem Platz, dass einfach auch die Mannschaft brennt, das ist für mich ganz wichtig. Wie bringt man das Feuer rein? Einfach durch Spielformen, durch Trainingsformen. Auch ich habe versucht, mich nochmal dementsprechend einzubringen. Aber ganz wichtig ist, dass die Jungs jetzt auch mal den Rucksack wegschmeißen und morgen mal wirklich sich ausleben auf dem Platz.
Das finde ich ganz wichtig.